Ah, sieht zwar nicht so modern aus, aber ich könnte es theoretisch ausblenden. Kann sie nämlich gut gebrauchen. Wahrnehmungssteigerung. Ah, jetzt hat sie eine Wahrnehmung von 19. Damit hat sie echt die beste Wahrnehmung, wenn wir was finden wollen müssen. Oder ähnliches. Speak freely. Give me the order. So. Dann wieder zum nördlichen Bollwerk. Mal sehen, ob wir gleich, wenn wir Eldes Gebiet verlassen, von ihr eine Nachricht kriegen, dass wir wieder zurückkommen sollen und sie Hilfe braucht. So, von hier aus kommen wir nur zum Untergrundhafen. Ja, hier zum Innenhof. Da nehmt mal Speed auf. Ich frag mich eigentlich, wir sind mittlerweile in Version 5.0. Muss man wahrscheinlich am Anfang einstellen und kann es nicht mehr ausschalten, den rundenbasierten Modus. Expertenmodus ist an. Ja, da kann ich leider nichts dran ändern. Grafikqualität ist auf Benutzer definiert. Alles okay. Seemannslieder, ja. Ist es ausgestattet, besteht die Erkundungsmusik aus einer einzigen Melodie, die sich auch beim Anschleichen und im Gespräch nicht ändert und das volle Musikstück wie gedacht wiedergibt. Wenn du diese Option aktivierst, ändert sich die Erkundungsmusik, je nachdem, ob du schleichst, nicht schleichst oder Gespräche führst. Nö, lassen wir das mal aus. Das klingt nämlich sonst komisch, wenn sich ständig die Musik ändert. Nicht alles, was nass ist, ist Wasser. Nee, danke. Ich frage mich aber ernsthaft mittlerweile, wo unser letzter, wenn es wirklich unser letzter ist, Begleiter steckt. Weil das Achievement habe ich noch nicht abgeschlossen. Also, wenn ich hier in der Folge gucke. Bakanes Nahheit muss ich noch abschließen. Bakanas Nahheit. Das hier fehlt mir auch noch. Schließe die Questreihe der Principi-Fraktion ab, habe ich noch nicht. Huana-Fraktion, also das habe ich eigentlich alles noch nicht. Die vier, keine einzige Questreihe. Baue 5 Bomben, baue 5 Zaubertränke, erschaffe 3 Schriftrollen. Ja. Erwerbe im Rahmen des Spiels ein Schiff jeder Art, da bin ich dabei. Level 20 erreichen. Meuternde Mannschaft kriegen wir nicht so schnell hin. Nein, das ist was anderes. Gib allen nicht kartierten Inseln einen Namen. Ja, das machen wir schon. Gib deine ersten. Hier genau, Anwerber. Alle Helfer wurden angeworben. Damit sind die nicht storytechnischen Gruppenmitglieder gemeint. Also. Bis jetzt habe ich Konstantin, Itwin, Mirke und Recke. Also die vier. Also ein fünfter dürfte es noch sein, weil ein Platz ist noch frei hier unten. Ja. Euch beide entlasse ich mal. Oh, mir Alof und Idee. Speicher die Änderung. So, da hatte ich gerade ein bisschen Ruckler. Mach hier einen Quicksave. Und dann legen wir uns nochmal mit dem Viech in der Düsterwasserlagune an.
Ja. Der unersättliche Berg. Level-Ups machen, ja, wäre keine schlechte Idee. Arcana und Geschichte. Was könnte ich nehmen? Nehmen wir einfach mal was von weiter oben, den Feuerstrahl. Idee hat Überleben schon recht hoch, Athletik weiter hoch, Einschüchtern weiter hoch. Einen Punkt. Ermächtigung erhöhen, so. Du wechselst in den Fernkampf. Ihr greift alle an. Adolf fängt schon mal an mit Brennen. Xote, du nimmst das böse Brennen, was wir hier haben. Au. Der hat's, glaube ich, gerade auf Alof abgesehen. Edea? So, den macht er. Okay. Au. Stay with us. I'm here. Very well. That's not very helpful. Ne, wirklich viel scheint es bis jetzt nicht zu bringen. Never you mind that, miss. I'll end it. Help here. Me and you are about to mix. This is no use. I cannot get through. Also im Augenblick hat das stark auf Idee abgesehen. Das wollte ich nicht. Ich wollte wechseln. Au. Das Ding macht zu viel Damage einfach. Also das Ding teilt zu viel Schaden aus und frisst kaum welchen. Das können wir also sein lassen. Vielleicht schaffen wir es wahrscheinlich niemals, das Ding zu besiegen, weil es einfach viel zu stark ist. Gut, dann nehmen wir euch beide mal wieder raus. Nehmen Maya und Seraphim wieder rein. Und dann nach Hause. Zurück nach Nekataka.
Dort werde ich mich erstmal ordentlich mit Medizin eindecken, auch wenn dann wahrscheinlich alle schon geheilt sein werden. Ach ja, und scheinbar sind das die Segelfarben, hm? Jo. Nettes Detail. Grimnoir. Ja. Da war ich sehr kreativ mit den Inselnamen. Ein lethargischer, unfilmiger Vogel lässt ein feuchtes Sendschreiben an Deck fallen. Lesen. Der Schnitzel ist ein handlicher, formalisch bedingter Apparat. Pers, ich hab den Einschub repariert. Das hatten wir doch schon mal. So, erstmal Messing-Zitadelle. Kaiserliches Kommando Untergeschoss. Weil da finden wir Azura. Der sicherlich auch sehr froh sein wird, dass... Danke, dass du mich so weit gebracht hast. Ich, Maya kratzt sich am Hinterkopf. This is where we part ways. For the moment. Hier werden unsere Wege sich trennen, wenigstens für den Augenblick. Was geht hier vor sich, Maya? Aber ich brauche dich hier. Das ist inakzeptabel. Ich brauche dich. I won't be away too long. Take some leisure time if you have to. Ich werde nicht lang fortbleiben. Wenn es sein muss, kannst du dir ein wenig freie Zeit nehmen. Azura will want me to report in alone. Sorry, it's company business. Azura wird freuen, dass ich mal, dass ich alleine ihm berichte. Tut mir leid, es ist eine Angelegenheit, die die Gesellschaft betrifft. Ich bin wegen dieser Sache womöglich ein paar Tage weg. Maya kaut auf der Innenseite ihrer Backen herum und greift in ihre Tasche. Sie holt ein versiegeltes Schreiben hervor. Ich muss diese Sache alleine erledigen. Ich werde dich nicht bitten, mitzukommen oder dich mit hineinzuziehen. Zunächst sieht es aus, als würde Maya zu Ishiza heruntersehen. Tatsächlich aber starrt sie auf ihre Füße. Ich werde mit dir gehen. Wohin gehen wir? Darf ich denn gar nicht mitreden? Ich nehme an, du findest deinen Weg zurück. Mehr von Azuras schmutziger Arbeit, das gefällt mir nicht. Darf ich denn gar nicht mitreden? Tut mir leid, Captain. Es ist nur, ich würde lieber alleine gehen. So alleine, wie es geht. Sie knufft die Shisa mit ihrem Zeh. Xodi kann die Gesellschaft leisten. Keinen Unsinn, ihr beide. Pass auf dich auf, Maya, hörst du? Komm in einem Stück zurück. Go have fun. Chase a god, save an island. Do what you do best, Captain. Amüsiert euch, jage einen Gott, rette eine Insel. Tu, was du am besten kannst, Captain. Sie nickt dir ermutigend zu. Grüße Azura von mir. Sie nickt dir zu und schaut dir etwas länger in die Augen, bevor sie mit der Zunge schnallt und die Shisa zu sich ruft. My cousin at Sayuka said her work's finally continuing. Won't say what. Okay. Wo ist das jetzt? Ruf des Kuriers, genau. Maya muss zum Missing-Zitadelle. Maya hat die Gruppe verlassen, um ein Sendschreiben auf eigene Faust zuzustellen. Sie hat mir versichert, in ein paar Tagen wieder da zu sein. You haven't figured it out. I thought it was obvious. You tell me if you're so smart. Clear skies. Klare Himmel, Hakrim. Er neigt seinen Kopf und blickt dich ohne Blinzeln an. Die Sklavenhändler wurden aus Krummsporn vertrieben. Justice at last. We've done a good thing. You've done a good thing.
Gerechtigkeit, endlich. Wir haben hier etwas Gutes getan, Hagrim. Du hast etwas Gutes getan. Er hält sich an der Schulter und versucht, ein warmes Lächeln aufzusitzen. Er sieht fast echt aus. Please accept this on behalf of the Hazanui and myself. 1200 Kupfer. Invaluable to us. Bitte nimm das hier im Namen des Hazanui und in meinem. Du hast uns einen unbezahlbaren Dienst erwiesen. Er beobachtet deinen Gesichtsausdruck, als er dir die Bezahlung überreicht und wägt seine weiteren Worte ab. Karu is currently monitoring matters in Sayuka. But I'm certain she'll call on you when she has need of you.